In den Ferien hätte ich eigentlich was drechseln wollen. So eine kleine Vase aus einem Flieder. Ich hätte auch einen schönen Rohling, aber dann mag ich. Der ist irgendwie nicht trocken, also. Der tropft. Der tropft sogar ziemlich arg. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn das Holz jetzt so tropft, dann kann ich aus dem nichts machen. Das verzieht sich und reißt. Nee. Also habe ich mir überlegt, was mache ich dann? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, man könnte doch mal was aus Eisen machen. Gucke ich und finde ein trockenes Eisen. Das Eis hat nicht nett getropft. Also nehme ich halt das und habe gehofft, dass das sich nicht so arg verzieht, weil es ja nicht mehr so nass ist. Also habe ich aus dem trockenen, rostigen Eisen mir eine Kugeldrehvorrichtung gemacht. Ich habe auch vorher schon manchmal Kugel gedreht, aber die ist zwar eigentlich schon schön, aber nicht so wirklich rund, eher oval. Also habe ich mir die Kugeldrehvorrichtung gebaut und sie funktioniert. Ganz gut eigentlich sogar. Die Kugel hat damit gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die Kugel mache, dann bleibt einfach am Video dran. Vom Bau der Kugeldrehvorrichtung habt ihr gar nichts mitbekommen. Aber wenn euch das mal interessieren würde, wie ich was aus Eisen mache, ich müsste mal eine Lünette machen. Also, wenn euch das interessiert, ich mache da oben so eine Abstimmung, da könnt ihr einfach mal auf Ja oder Nein drücken, ob ich zeigen soll, wie ich die Lünette baue oder ob ich sie einfach ohne Kamera bauen soll. Ich habe mir auch schon mal ein paar Teile rausgesucht, ein trockenes, rostiges Eisen. Ich habe mir eine Zeichnung gemacht, eine ganz detaillierte. Da sind dann schon alle Maße und so. Also, Zeichnung habe ich, dann kann es eigentlich jetzt schon losgehen. Aber jetzt müsst ihr jetzt erstmal noch sehen, wie ich die Kugel mache. Das hier ist meine Bodenplatte, das ist einfach eine viereckige Platte. Und da drauf ist eine runde Platte mit noch ein paar Aussperrungen drauf. Die ist da einfach nachgeschweißt. Dann als Achse habe ich ein Rundeisen mit vorne ein Gewinde drauf geschnitten. Und hier hinten ist das so da drin gelagert. Und das ist dann das Ding, wo das Werkzeug dann letztendlich dreht. Das hier kommt dann da drauf. Und das lässt sich dann hier einfach so rum und um bewegen. Das hier ist dann die Schneideeinheit von der Kugeldrehvorrichtung. Und die sage ich einfach auch aus einem Rundeisen und einem Gewindestein und da drin dann das miteinander verbunden. Und das läuft wunderbar leicht. Und das lässt sich dann einfach hier oben reinstecken, dann da die Schraube anziehen und dann kann das da so Höhen verstellen. Damit fixiere ich das hier in der mit dem Winkelschleifer geschliffenen Nut. Und hier hin kann ich einfach dann kurbeln. Kurbeln und dann zumachen und dann hebt das Ganze bombig fest. Jetzt wollt ihr ja aber auch sehen, ob die auch funktioniert. Und deswegen habe ich hier mal einen kleinen dezenten Walnussprikel eingespannt. Die maximale Kugelgröße bei meiner Kugeldrehvorrichtung sind so um die 20 cm. Jetzt habe ich mir eine runde Walze gedrechselt und jetzt will ich mir einfach noch den Äquator anzeichnen, also die höchste Stelle bei der Kugel nachher. Jetzt muss ich mir noch das Maß, also mit der großen Schieblehre messen. Hier haben wir 14,5. Jetzt muss ich mir die 14,5 durch 2 teilen.
sage ich mir an die Seiten das überschüssige Material weg. Jetzt tue ich dann noch so ein wenig Form machen, damit man mit der Kugeldrehform nicht allzu viel wegnehmen muss. Weil von Hand geht es einfach schneller. Habe ich so weit rund gedrechselt, also so wie man es halt schnell hinkriegt. Und den Rest mache ich jetzt mit der Kugeldrehvorrichtung. Aber dazu muss ich jetzt erstmal Handauflage weg und Kugeldrehvorrichtung drauf. Jetzt habe ich sie aufgebaut, also so, dass das Ding genau auf den Äquator zeigt. Und das Plexiglasringel da oben, das soll einfach dafür sorgen, weil da drauf läuft das ja, dass da nicht ganz so arg viel Späne drauf fallen. Und das läuft jetzt nicht super leicht und ohne Spiel. So zwischen die Spitzen fertig gedreht und ich denke mal sagen, die ist kugelrund. Jetzt tue ich da hier noch die Endstücke da absägen und dann drehen wir sie und gehen dann nochmal drüber. Jetzt ist sie umgedreht und einfach so seitlich zwischen zwei so Halbschalen so dazwischen gespannt. Und jetzt kann ich hier auch die Zapfen wegdrehen. Man von dem Zapfen schon nicht mehr ganz so arg viel. Aber eine weniger Kante sieht man noch. Die also einen Schnitt mache ich jetzt noch. Dann jetzt wieder ein bisschen drehen. Dann wieder einspannen. Okay.
Jetzt ist sie geschliffen. Dann wieder ganz normale Wachsölpaste. Die nehme ich eigentlich fast immer. Weil sie halt einfach so schön anfeuert. Sieht man jetzt auch da schön. So sieht es mit der Paste aus und so ohne. Also ich finde, die Kugel ist ganz schön geworden. Hat auch gut funktioniert. Und sie ist halt perfekt rund.